Servus und willkommen auf Creative Edge, die Editing. Mein Name ist Maurice und heute möchte ich euch ein weiteres After Effects Tutorial bringen. Beziehungsweise ich möchte euch zeigen, wie ihr in After Effects was Geiles ändern könnt. Es wird sich um keinen Effekt oder so handeln. Ich möchte euch einfach zeigen, wie ihr das Aussehen generell von After Effects ändern könnt. Ich habe jetzt hier mal einfach irgendein Projekt geladen, an dem ich arbeite. Und ja, ich werde euch zeigen, wie ihr dieses hässliche Grau wie ihr das hässliche Grau von After Effects einfach ändern könnt. Dafür müsst ihr einfach hier oben auf After Effects gehen, dann Voreinstellungen und Erscheinungsbild. So, dann öffnet sich dieses Fenster hier. Dann müsst ihr einfach bei Helligkeit diesen Regler ändern. Und wenn ihr den zu der linken Seite ändert, wird After Effects fast schwarz. Und wenn ihr es zu der rechten Seite schiebt, wird es ganz weiß. Ich finde es einfach cool, da kann man einfach mal dieses hässliche Grau ändern, dieses langweilige Grau und das Ganze ein bisschen heller machen und freundlicher, sagen wir es mal so. Dann ja, so hell finde ich das jetzt nicht gut, weil das tut dann nach einer Zeit ziemlich weh in den Augen. Aber dann kann man es zum Beispiel dunkler machen, dann kann man sich mehr auf das Bild fokussieren und auf die Ebenen. Und ja, wenn ihr das Ganze wieder auf Standard haben wollt, einfach hier draufklicken, dann ist es wieder ganz normal. Ihr könnt hier natürlich auch hier das aktivieren, dann tun sich die Ebenenfarben ändern. Dann passt sich das Ganze halt der neuen Farbe an. Zum Beispiel hier die Symbole sind jetzt weiß auf schwarz und wenn ihr das Ganze weiß macht, werden die schwarz zu weiß. Also die Ordner sind dann schwarz statt weiß. Und ja, das war's für heute. Ich hoffe, das findet ihr witzig, also und ja, das war eigentlich alles, was ich euch heute zeigen wollte. Sorry, dass ich keinen Effekt oder so gezeigt habe. Ich bin gerade, wie gesagt, an diesem Projekt hier am Arbeiten. Das kostet viel Zeit und ich möchte es jetzt so schnell wie möglich fertig machen. Ich werde natürlich die Montage auch bei Creative HD Editing hochladen, dass ihr sie sehen könnt. Und ja, wir sehen uns bei unserem nächsten Video. Hoffentlich von Alex. Ich sage das jetzt schon seit 4 oder 5 Videos. Aber es wird jetzt endlich mal Zeit, dass er eins macht. Und ich wiederhole es so lange, bis er auch eins macht. Aber naja, wir sehen uns. Ciao.